Müssen wir auf einer Höhe sein? Klar. Ist noch ein bisschen hoch, damit ich nicht ganz. Du musst runter. Hey Leute! Moin, was geht? Willkommen zurück zu Marc und Olsens Baustunde, wo man nicht nur Spaß hat, sondern auch was lernt. Richtig. Ich weiß ja nicht, ob wir immer was lernen dabei, aber stimmt, ne? Weiß ich nicht. Heute haben ich wir. Kann ja schon alles, was soll ich da noch lernen, ne? El Speziale. Er baut auch einen Wolkenkratzer. Ja, richtig. Mit zwei. Aus Fleisch. Aus Burgern. Aus Burgern, ja. Ja, heute haben wir was Spezielles. Heute bauen wir einen Flight Seat. Mhm. Haben wir auch schon länger mal dran gedacht vorher, ne? Du machst den Testflug, ne? Ist schon klar. Natürlich, natürlich. Aber ich bin ja auch riesen Fan von Star Citizen und so. Und ich glaube, wenn ich mir so ein eigenes Rig für zu Hause bauen würde, dann würde ich auch eher einen Flight Seat bauen. Oder einen Flight Rig bauen. Wo man den Joystick vielleicht in der Mitte hat oder rechts, Throttle links. Und die Flügel werden aus Pappe gemacht dann? Darf man nicht regnen, wenn man fliegt natürlich. Ne? Ja, das ist dann so, wie bei Michelangelo. Richtig. Und jetzt haben wir eine Bestellung aus Spanien gekriegt und das wird jetzt ein Flight Seat mit einem VKB Mamba Joystick in der Mitte, einem Warthog Joystick rechts und Warthog Throttle links. Dazu hat er noch die MFG Crosswind Pedale. Ja, und das sind einige Premieren jetzt für uns. Mal gucken, ob wir das gut hinkriegen, aber ich bin da guter Dinge. Einige Premieren, ja. Ja, und wenn das dann gut läuft, dann kommt der Flight Seat natürlich auch bei uns auf der Website. Wenn ihr dann einen haben wollt, könnt ihr kaufen, ja. Kommen noch ein paar andere neue Sachen auf der Webseite. Ja, wir sind ja wie immer hart am Werkeln. Richtig. Und wie immer verbessert hier. Ne? Hier genau. Da ist anscheinend einiges drin. Oder auch nicht bei uns beiden, keine Ahnung. Wir kompensieren das zu einem großen Mega-Brain. Dann läuft das meistens ganz gut, ja. So, viel Spaß. Viel Spaß. Schon. Hier haben wir die fertig gebohrten und gesenkten Platten. Einmal für die Tastatur und Maushalterung. Die beiden kleinen längeren hier sind für die Pedale. Die kommen dann da so drauf und halten das Crosswind mit den passenden Bohrungen. Natürlich! Und das hier ist noch die Platte für den VKB Mamba, für den Black Mamba. Die kommt dann hier so vor. Und ist dann
höhenverstellbar. Und ja, jetzt müssen wir die aber noch sandstrahlen gehen und veredeln und kindersicher machen. Richtig. Nicht, dass man sich da die Hände dran aufreißt. Phasen ran, Ecken rund machen, das kommt gleich noch. Na, auf geht's. Durch das Wunder der Zeit ist der Flight Seed jetzt auf einmal fertig. Wir haben natürlich ein bisschen Arbeit reingesteckt, alles zusammengeschraubt, die ganzen Platten ausgeschnitten, gebohrt, gesenkt und danach Sand gestrahlt. Das ist ja unser erster Flight Seed jetzt und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, ne? Ja, sind wir. Richtig geil geworden, das Teil. Genau, ihr könnt das schon sehen. An der rechten und linken Seite sind Halterungen für einen Warsock Hotas. Hier für den Warsock Stick. Und hier für den Warthog Throttle. Und in der Mitte haben wir so eine kleine zentrale Halterung für einen VKB Black Mamba. Die ist bei dem Seat hier jetzt ein bisschen kürzer, als sie dann normal werden würde. Denn der Herr, der das gekauft hat, der hat eine lange Extension an seinem VKB Mamba dran. Hat man auch bei Joysticks nicht überhaben. Genau. Und deswegen muss das Ding sowieso tiefer, deswegen wollten wir es jetzt nicht so hoch machen. Die beiden Kollegen, also für Joystick und für Throttle, die werden dann auch noch hinten geschoben, vermutlich. Das ist natürlich auch alles Einstellungssache. Ja, und dann kommen ja die schönen Joystick und Throttle drauf. Hier in der Mitte, das Teil kann man, haben wir ein bisschen 1 mm kürzer geschnitten, sodass man das noch schön in der Mitte verstellen kann. Da muss man hier die Item-Verbinder lösen. Die beiden sind hier noch nicht ganz angezogen. So, ja, muss ja so wieder verstellt werden. Ja, dann kann man das entweder hier oben drüber verstellen, nach rechts und links, und hier nach vorne und hinten verstellen. Hier kommen dann die Pedale drauf. Genau, das sind MFG Crosswinds. Ja. Das sind schon die fertigen Bohrungen dafür. Richtig, die werden hier drauf verschraubt. Und hier oben haben wir unsere wunderschöne Tastatur plus hier dann wahrscheinlich Maushalterung. Tastatur wird man wahrscheinlich nicht so eine Breite nehmen können, aber ich denke, das sollte soweit passen. Kommen wir einmal rum, Olsen. Dann müssen wir hier nochmal was zeigen. Die haben jetzt eine kleine Verbesserung hier vorgenommen, weil die Platte ja schon relativ schwer ist. Haben wir jetzt hier zwei. Ja, so zwei Winkel verwendet. Nicht die Winkel hier, was erzähle ich denn? Gelenke. Gelenke, genau, hier wie im Arm, ne, so ein Gelenk. Zwei Gelenke haben wir da verwendet. Mit dem einen Gelenk war es so ein bisschen wabbelig und die ganze Halterung ist so ein bisschen abgesackt. Und jetzt haben wir einfach ein 80x40 darunter geschraubt und daran halt noch das zweite Gelenk dran befestigt. Und jetzt kann man da ordentlich was drauflegen. Dann zeig doch mal, wie es sich bewegt. Genau, kann man jetzt hier schön vorne und hinten verschieben. Ist jetzt gerade ein bisschen fest angezogen, weil hierüber kann man halt die Festigkeit bzw. die Steifigkeit noch drüber einstellen, wie schnell sich das, also wie gut sich das bewegen soll. So, und wenn der Herr jetzt drauf sitzt und jetzt dann anfängt zu zocken, dann macht er hier kurz, ne, macht er den hier, schiebt er das weg und dann kann er dann direkt hier schön loslegen. Also das kann man natürlich noch ein bisschen weiter biegen, so wird das dann sein. Was ich mir noch vorgestellt habe, man könnte hier natürlich so eine Verlängerung anmachen mit so einer Schnur oder vielleicht so einem kleinen Motor, der dann automatisch so das Ding davor fährt, das wäre ganz cool, aber kostet natürlich auch so ein bisschen, also mit Motoren könnten wir auch noch organisieren. Ich habe da auch einen Kumpel, der da in der Firma arbeitet und wir kommen eigentlich auch relativ günstig an so Motoren ran. Könnte man machen, dass man das mit so einer Spindel oder irgendwie, ja, mit so einem Motor macht, dass das halt dann automatisch weg und wieder ranfährt. Aber das ist dann die Zukunft, das kommt jetzt noch nicht. Ja, was ist hier noch zuzusagen, Olsen? Dass das Ding bald natürlich auch so zu kaufen sein, genau, wird. Genau, ja, das sollte man natürlich noch erwähnen. Wenn ihr jetzt kein Fan von Rennspielen seid oder sagt, ihr braucht kein Lenkrad, dann werden wir das jetzt in nächster Zeit dann auf der Website noch einpflegen, dass die verschiedenen Teile, dass man sich dann halt den auch so zusammenbauen kann, wie man das möchte, was für Throttles man in Seiten haben möchte, ob es auch ein Center-Joystick sein soll oder nur rechts oder nur links, wie auch immer. Oder zwei in der Mitte vielleicht. Genau, muss man jetzt schon die Beine auseinander spreizen, damit die da beide reinpassen. Also das Grundgestell hier noch ist halt genauso breit wie das Renngestell, wie die aktuelle Version jetzt. Seht ihr schon, die neue Version haben wir ja 11 cm breiter gemacht, damit man ein bisschen mehr Beinfreiheit hat. Aber hier sollte es sowieso kein Problem mit Beinfreiheit geben. Man kann hier wie bei dem Renngestell auch alles einstellen. Die Sitzaufnahme ist passend für eigentlich alle Sitze, die es so zu kaufen gibt.
Man kann die Pedalerie im Winkel einstellen, in der Länge kann man sie einstellen. Das kann man, also die ganze Tastaturhalterung kann man auch in der Höhe noch einstellen. Ja, man kann eigentlich generell alles hier dran einstellen, so wie man es gerne haben möchte. Ja. Und das ist halt der Vorteil an diesem wunderschönen System, was sie für euch hier anbieten. Traumhaft ist einfach, das. Einfach traumhaft. Natürlich gibt es auch alle Befestigungsmaterialien, die ihr benötigt dafür, legen wir natürlich dazu. Ist natürlich im Produktumfang mit inbegriffen, logischerweise. Ohne Gewehr. Ohne Gewehr, ne? Ab und zu fehlt vielleicht auch mal eine Schraube. Kann schon mal passieren bei den ca. 150 Schrauben, die wir für dieses Ding hier schon verwendet haben. Also so viele sind es vielleicht nicht, aber so. Bis jetzt haben wir es immer geschafft, dass alle drin sind. Denk mal, wir legen auch mal ein paar mehr dazu meistens, ne? Damit das nicht irgendwie Probleme gibt. Genau, und so, das war unser Flight Seat Video. Yay! Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Da fliegt der Adler raus aus dem Bild.